Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Und heute machen wir mal kein Bauchtutorial. Schön, dass du eingeschaltet hast zur nächsten Folge hier in Springfield und heute wirklich machen wir kein Baututorial, es ist heute eher mehr eine Quatschrunde. Ja, heute quatschen wir ein bisschen und zwar, ich habe mich in den letzten Tagen hier in Minecraft ein bisschen mit beschäftigt, den Springfield Lake zu bauen. Ich hatte Lust, den zu bauen, ich habe ja gesagt, ich lasse mich wieder ein bisschen inspirieren oder guck mal, worauf ich Lust habe. Und ich habe mir ein paar Folgen halt mit den Springfield Lake angeguckt und dachte mir mal, der kam ja sogar im Film vor und alles. Gut, er sieht nicht so aus wie im Film. Ich bin ja noch dabei, ne? Ich denke mal auch, ich werde ihn vielleicht noch ein bisschen an den Seiten flacher bauen, damit ich vielleicht auch so eine Mauer hinmache. Vielleicht könnten wir auch das Silo machen aus dem Film oder so. Mal schauen. Ja, aber ich bin ja noch dabei, wie gesagt. Muss ich noch gucken, wie ich mir das mache. Aber das ist so, schon so ein bisschen der Anfang vom Springfield Lake. Falls du natürlich auch so ein Springfield Lake bauen willst, sag ich dir eins schon, lass dir Zeit, denn das Ganze geht nicht einfach so ratzifatz. Also ich saß da auch jetzt schon 6 Stunden dran und bin immer noch nicht fertig. Aber jetzt erkennt man schon langsam, dass es ein See ist. Du siehst auch, ich habe mir so vorne schon so einen kleinen Strand hingebastelt. Habe ich noch hinten ein bisschen offen gelassen, denn in manchen Folgen bei den Simpsons gab es da auch einen Bootsverleih. Und ich dachte mir so, na, für die Zukunft kann man sich schon aufschreiben, Bootsverleih. Bastel ich mir dann hier hin, da kommt dann auch ein Video, muss ich selber erstmal noch gucken, wie das ist. Du siehst ja, ich habe mir noch gar nichts vorbastelt. Aber hier auf der anderen Seite, da erkennst du schon im Hintergrund was. Denn ich denke mal so Ende der Woche, so Donnerstag, Freitag, könnt ihr dann mit diesem Video rechnen. Das wird eine neue Villa werden. Denn in einer der Folgen bei den Simpsons war beim See auch eine versteckte Promi-Villa. Aber darauf will ich noch nicht allzu doll eingehen. Also das seht ihr dann am Ende der Woche. Da gibt es ja ein Video. Aber ich wollte heute noch auf ein, zwei Kommentare eingehen. Ich habe da gesehen, was da so war. Also ein bisschen gelesen. Also an sich, ich lese ja immer jeden Kommentar. Ne, auch wenn ich nicht immer zur antworte, weil manchmal werden immer so oft die gleichen Fragen gestellt, da lohnt sich immer nicht so. Naja, ihr wisst ja, wie ich das meine. Ja, aber jedenfalls habe ich gesehen, haben sich ein paar Leute auch was gewünscht, was nicht von den Simpsons ist. Ist auch ganz natürlich so, ist auch richtig so, denn wir können ja nicht immer nur Simpsons bauen. Ist auch schon wieder eine Weile her, dass ich wieder mal was gebaut habe, was nicht von den Simpsons ist. Zum einen Avengers Tower, das habe ich schon ein paar Mal gelesen, dass das gewünscht wurde. Aber ich weiß nicht, Avengers, ich bin nicht so ein großer Fan davon. Und zurzeit ist auch kein Film da, dass ich sage, ich bin gerade so gehypt auf Avengers. Also, naja. Ansonsten habe ich noch gelesen, Bob's Burgers. Cooler Vorschlag. Ich hatte ja schon mal den Burgerladen gebaut und noch ein Gebäude davon bauen. Hätte ich schon Lust. Ich gucke die Serie auch gern, Bob's Burgers. Ich weiß nicht warum, aber die spricht mich schon an. Gefällt mir. Und ich guck mal, was ich da machen kann. Ich suche mal ein paar schöne Folgen raus und für die Zukunft kommt da mal wieder was. Ansonsten, lass mich mal kurz noch gucken, was ihr da so alle so untergekritzelt habt. Ah, Fortnite hat sich auch einer gewünscht. Wir hatten ja mal ein Fortnite-Haus gebaut. Ich muss sagen, ich selber spiele wirklich auch noch, ja, aktiv Fortnite. Neue Season, Season 10, ich glaube, jeder spielt's. Was soll ich dazu sagen? Fortnite-Häuser. Ich weiß nicht. Eins hat mir eigentlich schon gereicht, das zu bauen. Dann sehe ich hier noch, einer wünscht sich Artie Zwift. Villa hier, der Ex von March. Im Villenviertel ist ja noch genug Platz, da will ich auch noch versuchen, das Ganze auszubauen. Und von daher, schöner Vorschlag, schreibe ich mir auf. Ich denke mal, in nächster Zeit wird es erstmal nicht kommen. Aber wenn ich da hinten wieder rumbastel, dann wird es definitiv dabei sein. Nee, aber ansonsten, wie gesagt, es kommt bald am Ende der Woche eine Villa. Ich habe schon wirklich lange so ein Video nicht mehr gemacht, einfach zum Quatschen. Ist auch eigentlich nur der Grund, warum ich heute sowas mache, weil ich eigentlich noch nicht bereit bin, jetzt ein Video zu machen. Denn ich bereite noch einiges vor. Nee, ich bastel hier am See, bastel auch noch da am Vorbau. Aber ich dachte mir, Mensch, ich kann ja so ein kleines, ja, weiß ich nicht, so ein Video machen, wo ich euch einfach mal meine Gedanken wieder mitteile. Aber ich muss sagen, oder ich muss wirklich mir zugestehen, ich habe Minecraft echt jetzt in den letzten Monaten vernachlässigt. Ihr wisst ja, Fortnite kam vor 2 Jährchen raus und ab da ging es nun langsam los. Ne? Da hat man immer weniger Minecraft gespielt. Aber so langsam komme ich immer wieder mehr zu Minecraft zum Spielen. Ne? Ich weiß nicht, wenn ich dann wieder mal so einen Tick habe und dann spiele ich mal wieder so eine Woche Minecraft und dann mal wieder monatelang nicht. Aber so langsam glaube ich echt, ich komme wieder zurück zu Minecraft. Wir haben ja damals, wo ich ja durchgehend Minecraft gespielt, hat auch ein paar Filmprojekte gemacht. Vielleicht ein paar alte Zuschauer, die wissen noch davon. Na gut, mein Kanal-Trailer ist auch noch so ein Hinweis. Ne, Hotdog, die Serie, was ist damit? Warum kommt da nichts? Ne? Da habe ich mir wieder zu viel vorgenommen. Eigentlich so wie immer. Da habe ich wieder mich zu doll auf Leute verlassen. Und der Einzige, der immer parat steht, ist ein Play. Ne? Der ist bester Mann, kann man sagen. Aber er macht ja selber auch Videos. Von daher, er weiß ja, wie es ist. Ja, ansonsten, ich muss mal gucken, ob ich wieder mit Filmprojekten anfange. Viele sind ja gegangen, alle spielen Fortnite oder Battlefield oder was weiß ich, ne? Aber die meisten sind schon zu Fortnite gewechselt.
Ich probiere mal, da mir wieder was auszudenken, ob wir da wieder ein neues Filmteam aufstellen oder ob ich da wieder kleine Projekte anfange. Ihr wisst ja, ansonsten, es kommt ja immer im Jahr Ostern, Halloween und Weihnachtsspecial. Das wird auch bleiben. Aber so ein kleines Filmprojekt hätte ich auch wieder Lust. Muss mal gucken, was mir da einfallen lässt. Eine Idee habe ich noch nicht. Also, wer möchte, kann mir auch gerne was vorschlagen. Ich bin immer offen dafür. So kleine Filmprojekte, na gut, was heißt ein Filmprojekt? Also, wir drehen ja keine richtigen Filme hin. Wir drehen ja solche 1-2-Minuten-Dinger, ne? Ich weiß jetzt schon, die Frage wird noch kommen. Und zwar, wie tief habe ich mein See gebastelt? Na gut, wenn ich jetzt einmal reingehe, ihr seht ja, eine Blocktiefe. Ist nicht gerade tief, aber wenn man überlegt, ich habe ja meinen Fluss auch so auf eine Blocktiefe gemacht. Mein Ozean ist ja auch eine Blocktiefe. Das passt schon für eine super flache Welt. Besonders wenn man doch mal vorhat, vielleicht so ein Boot drauf zu basteln oder so. Da muss man nicht unbedingt so einen allzu dollen Rumpf basteln sich, ne? Dann geht das Ganze. Und ich sag mal hier, wer möchte denn hier schon schwimmen? Wenn man überlegt, was die Simpsons da alles in den See reingeschmissen haben im Film, ne? Ja, aber das war's denn heute auch für dieses Video. Ihr wisst, was kommt. Ende der Woche eine schöne Villa. Und dann gucke ich mal, ob wir auch mal wieder was basteln von Nicht-Simpsons. Also irgendwas, was fernab ist der Simpsons-Welt, ne? Damit wir auch ein bisschen Abwechslung hier wieder reinkriegen. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, stelle ich mich hier noch irgendwo safety hin hier bei unserem See. Wo haben wir denn ein schönes Bild? Hier hin. Aber eine Frage habe ich noch. Soll ich hier bei dieser Schneise, denn ich wollte ja meinen Fluss hier nicht einfach gerade zumachen, aber da habe ich den hier ein bisschen verbunden mit meinem See. Soll ich hier vielleicht so einen kleinen Biberdamm dazwischen hinbauen? Wäre das was? Bei den Simpsons gab es ja auch ab und an einen Biberdamm. Von daher könnte man ja so einen basteln, oder? Ich weiß es noch nicht. Ansonsten lasse ich offen. Na, ihr könnt es aber reinschreiben. Und wenn nicht, dann gucke ich mal. Ja, aber ansonsten, ich stelle mich hier denn vor unserem See safety hin. Ich würde sagen, wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Und ich hoffe, euch hat mal so ein Video auch mal gefallen. Ich weiß nicht, ob ich nochmal sowas mache, aber einfach mal, ja, einfach mal ausprobiert. So, aber jedenfalls, ich stelle mich hier vorne safety hin. Und dann hören wir oder sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Also, haust rein und tschüss.